Wir haben hier eine Abdeckung von einer Fritzbox. Die wollen wir jetzt ein bisschen verschönern. Die Beschriftung, die muss natürlich weg. Die ist in der Regel ist die nur aufgedruckt per Siebdruck oder beziehungsweise Tamponendruck. Die kann man relativ leicht kurz runterschleifen. Angeschliffen werden muss sie sowieso. Ist halt ein Kunststoff, also ABS-Kunststoff. Das sieht man ganz gut, da sind so Kennzeichnungen. Da oben kann man es lesen, ABS. Und dazu nehmen wir einfach ein 800er Schleifpapier. Am besten nass. Dann sieht man schon, wie schnell das verschwindet, da der Aufdruck. Das geht mühelos und es wird er sich dann unterm Lack dann abzeichnen. So, der Aufdruck ist schon verschwunden. Schleifen wir das kurz leicht an. So. Ein bisschen anschleifen. So. Den Schwamm sauber machen. Abtrocknen. So. Jetzt wäre das. Jetzt tun wir das Ganze noch entfetten. Muss jetzt noch entfettet werden. Dazu nehmen wir ein bisschen Silikonentferner auf dem Zebra oder auf ein Industrietuch. Reiben das erstmal ab. So. Also auf keinen Fall Verdünnung nehmen. Die ist zu scharf, die würde den Kunststoff anlösen. Einfach ein Silikonentferner. So, kann man dann noch ein bisschen trocken reiben. So. Jetzt sieht man schon, wie schön matt das ist. So, dann Ränder noch ein bisschen. So. Wenn man jetzt nicht richtig geschliffen hat, dann sieht man das auch, weil es dann auch leicht glänzt. Da haben wir noch so eine ganz kleine Stelle. Gehen wir mal kurz drüber. So. Das wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen nachgeschliffen. So, fertig. Das ist jetzt so ein Kleinteil. Das müssen wir jetzt erstmal schwarz grundieren für unsere Zwecke. Also man kann entweder einen Basislack nehmen, vorspritzen oder wenn einer einen Acryl Lack in schwarz-matt hat, kann man den auch kurz verwenden, weil es ist wichtig, weil er sich nachher mit dem 2K-Klarlack verträgt. Verwenden wir den, dann machen wir das kurz ein bisschen einheitlich schwarz. So, lassen wir das kurz trocknen und dann können wir mit der eigentlichen Arbeit schon beginnen. Wir wollen so ein paar Explosionen da drauf zaubern. Dazu verwenden wir Farben von House of Color. Einmal das Chrome Yellow, das Molly Orange und Apple Red Candy. Und Candy Pagan Gold und Weiß. So. Wir haben die jetzt schon in den großen Behältern passend verdünnt.
Hoffe, man sieht das. Mal gerade ein bisschen ranzoomen. So. Jetzt halte ich das mal ein bisschen hoch, damit man das besser sieht. Explosionen, da sieht ja immer so Ausläufer, Teile. Wölkchen. Da kommt dann später noch Wald rein. Und wenn man Wolken spritzt, Explosionen, die breiten sich ja so schlagartig aus. Und in der Mitte ist ja am heißesten, von daher machen wir da dann nachher Wald rein. So, jetzt wechseln wir mal schnell die Farbe auf Money Orange. So, jetzt haben wir Molly Orange drin. Die müssen wir jetzt außen rum. Mal ein bisschen ins Gelbe reinlaufen lassen, das macht nichts. Ja. Das können wir nachher noch mal ein bisschen nachzeichnen. So, jetzt sieht man schon mal ein bisschen was. Jetzt fangen wir mal mit dem Candy an. Das Candy nehmen wir jetzt ein bisschen größere Düse. So, jetzt machen wir das nicht so wie bei Flammen, sondern spritzen praktisch das gelbe Candy. Damit fangen wir jetzt mal an. Spritzen wir so im Bereich, also da kann man jetzt noch auch ruhig noch ein bisschen mit übers Rote gehen, das macht nichts.
natürlich ein wenig raus. Wenn wir mal gucken, so, jetzt mal ein bisschen stärker eingestellt. So. So, jetzt wechseln wir gleich zu Rot. Spritzen wir die roten Bereiche mit dem roten Candy. Dass wir da nicht zu viel, also diese mittleren gelben Bereiche, die sollten wir ein bisschen auslassen. Erstmal außen rum ein bisschen. So. So, jetzt brauchen wir wieder den gelben Basislack. Das Chrome Yellow. Stärken wir das Ganze ein bisschen. Wenn wir das mit Druck runterdrehen, wieder ein bisschen zu viel. Aber zu viel Druck, da hat man dann zu viel Overspray. Das ist nicht Sinn der Sache. Ausläufer. Das ist ein bisschen dick. Mal so ganz feine Linien. Praktisch aus wie so ein Wurmloch. Aber da kommt ja nachher noch das Weiß rein. Das mal so aus. Nehmen wir gleich mal Weiß. Wollen wir mal probieren. Ja, los geht's. Das muss jetzt schön leuchtend weiß werden in der Mitte. Tun das dann nachher mit dem Candy von außen noch einfärben. Also langsam rantasten. Ein bisschen zu gießen.
Man hätte es auch andersrum machen können, dass man erst in der Mitte das Weiß macht und sonst wieder draußen rumspritzt, dass es besser deckt. Aber das bleibt jedem selber überlassen. So, und jetzt nehmen wir uns einfach ein Stück Papier. So. Und jetzt setzen wir da so ein paar kleine Strahlen an. Die müssen nicht durchgehend sein, also man kann da auch ein bisschen nur so stellen, weil immer vom Mittelpunkt aus. So. Herziehen. Und so. Also das sieht jetzt bis jetzt so aus. Machen. Jetzt nehmen wir noch mal ein bisschen Molly Orange. Mal gucken, ob das so gut läuft. Ja. Ja, jetzt sind so ein paar kleine Ausläufer. Die verstärken wir. Muss gar nicht so exakt sein. Das kann ruhig so ein bisschen einmal ein bisschen. Ja. Nehmen wir ein bisschen von dem Pagan Gold Candy. Aufpassen, dass nicht zu viel ins Weiß reinkommt. Dann das außenrum nochmal ein bisschen verdichten. Dann kommen die weißen Linien auch nochmal besser durch. So.
das Ganze noch ein bisschen gießen hier. Kann man noch stellenweise ein klein bisschen nacharbeiten, wo zu viel Rot reingekommen ist und das Weiß. Da kann man jetzt noch mal nacharbeiten. So. Außenrum noch mal. So, gut. Bis jetzt sieht es so aus. Und jetzt machen wir mal Klarlack drauf und dann wird man sehen, wie es rauskommt. Weil dann kommen erst richtig die Farben durch. Klarlack ist ein Zweikomponentenmaterial. Dann nehmen wir die SATA Mini-Jet, die ist ideal für solche kleinen Sachen. Da ist jetzt ein zwei Komponenten Autoklarlack drin. Nehmen wir mal kurz ein bisschen vor. So. Kurz ablüften lassen. Dann machen wir nochmal einen dritten Gang drüber. Sieht man schon leicht die Oberfläche. Im Licht kann man vorsichtig da ziehen wir jetzt gleich nochmal richtig satten Gang drüber. Jetzt kann man sich das fertige Objekt schon angucken. Das kann man jetzt trocknen lassen, zwischenschleifen und nach Belieben dann nochmal lackieren, damit es glatt ist. Wenn es jetzt je nachdem, wie es morgen auftrocknet, wenn es nur ein paar ganz kleine Körner drin sind, die poliert man dann einfach raus und das war's dann. So, jetzt wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen. Kommt jetzt ganz gut raus, wenn man das so sieht. Ist jetzt richtig hübscher Router.